Gold! Ich bin Gold, Ständer, ich liebe Gold! Hey, ich komme aus Holland, ist doch der Dorf! Hey, hier soll ich über 301 und ich gucke gerade Gold, Ständer, im Fernsehen. Daher meine Begrüßung. Ich liebe Gold! Was ist mit Austin Powers Vater? Was? Sein Flodder, Dr. Evil. Sein Flodder? Na, Sie wissen schon, der Vater, Daddys Vater. Wo sind alle hin? Den Meister zu und sehen. Ja, das haben wir ja schon im letzten Mal geguckt. Aber ich kann es euch ja trotzdem nochmal durchlaufen lassen, ne? Welchem Weg? Wovon redet ihr? Dem Weg zum Licht. Sprecht klar. Es gibt nur, was der Meister uns zeigt. Das ist die Wahrheit. Ihr seid von Sinnen. Auch ihr werdet dem Weg folgen oder vernichtet werden. So befiehlt es der Meister. Es war Al-Mualem, oder? Was hat er euch angetan? Preiset den Meister, denn er führt ja, preiset den Meister, denn er ist wahnsinnig verrückt. Und ja, willkommen zurück jetzt endgültig zu Assassin's Creed. Wir werden heute den allerletzten Kill ausführen. Und zwar erstmal, wenn wir rausfinden, warum die Menschen hier so komisch aggro sind. Also aggro noch nicht, weil die sind ja nur ein bisschen von Sinnen. Und das sehen wir gleich noch ein bisschen mehr. Oh, Mualim! Führe uns! Al-Mualim! Al-Mualim! Ja, der Typ hat einen Edensplitter und haben wir schon erfahren, der will nicht teilen. Und Flagge! Flagge! Und höchstwahrscheinlich hat er die Macht des Edensplitters jetzt benutzt. Wir haben in dem Spiel überhaupt noch gar nicht erfahren, was der Edensplitter eigentlich so alles kann. Und das werden wir jetzt sehen in diesem Part. Sobald ich... Oh, noch eine Flagge, Alter! Yeah! Ich weiß immer noch nicht, ob die randommäßig spawnen oder nicht. Und ist mir eigentlich auch scheißegal. Wir nehmen die jetzt mit, ne? Wir nehmen die jetzt einfach mit, ne? Meister, zeige uns den Weg zur Erlösung und so weiter. Und ich laufe hier total verkehrt. Also es ist ja das erste Mal, dass ich mich in Marcia verlaufe. Das geht ja gar nicht. Meister, Meister, zeige mir den Weg zur Erlösung und zu den vier restlichen Flaggen, die ich noch nicht habe. Ja, wir werden das... Ich werde das... Oh ja, ist das toll. Nee, ich will das Spiel heute durchspielen. Da freue ich mich schon drauf. Und hier ist noch einer. Perfekt. Man könnte jetzt glatt noch ein bisschen randommäßig durch die Stadt rennen und die letzten drei Marcia-Flaggen noch sammeln. Aber dafür haben wir gar keine Zeit. Wir wollen das Spiel ja schließlich beenden, ne? Und die quatschen irgendwie alle das Gleiche. Das finde ich auch nicht schön. Ich meine, dass sie was reden, ja, schön und gut. Aber dann sollen sie doch nicht immer alle dasselbe reden, ne? Ja, drei Marcia-Flaggen, ne? Das wäre schon schön, wenn wir die kriegen. Dann kriege ich nämlich nochmal ein Archiv mit. Aber die kann ich auch, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, noch sammeln. Also so ist nicht, ne? Wir werden jetzt erstmal gucken, wie häufig ich mich hier noch verlaufe. Alter, wieso verlaufe ich mich denn gerade so schrecklich? Das ist ja schlimm. Ja. Wir zeigen euch den Weg zur Erlösung. Hoffen wir doch mal. Laufe ich jetzt falsch oder laufe ich jetzt total falsch? Ich laufe jetzt total falsch, ne? Oder? Alter, das kann doch nicht sein. Das ist das erste Mal, dass ich mich in Marcia verlaufe. Okay, hier sind wir richtig, denke ich mal. Hier sind wir richtig, denke ich mal. Alter, die sind irgendwie alle ein bisschen komisch drauf, ne? Es werden vor allem immer mehr. Immer mehr Verrückte. Al-Mualim, gebe uns den Weg zur Erlösung. Oh, ich fange schon selber gleich an, so komisch verrückt zu werden. Bin ich jetzt richtig? Ich weiß es nicht. Oh, das ist das echt das erste Mal, dass ich mich... Okay, Checkpoint, das heißt, ich bin richtig. Oh, Assassinos. Ja? Wollt ihr was von mir? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Na? Na? Was seid ihr? Ja, sie wollen uns töten. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir richtig gegen Assassinen kämpfen müssen. Und das ist natürlich scheiße, weil die sind ja noch schlimmer als die Templer, glaube ich, Assassinen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die jetzt töten muss oder so. Aua, ey, die machen mich ja tot hier. Die machen mich ja tot. Au, Alter. Das ist aber nicht schön. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Kampf jetzt ablief. Doch, ich glaube, ich muss die töten. Ich glaube, ich muss die töten. Und da ich das wie üblich zu spät mitgekriegt habe, werden wir gucken, wie schnell das geht hier, weil... Na komm. Au! Fehler, Zugang hat kein Objekt zu diesem Subjekt. Quatsch, was ich hier labere.
Und ist ja bloß noch einer. Au! Ha, der zieht mir jetzt aber richtig was ab. Nein. So weit kommt es noch, du vergiss es, Junge. Okay, der ist ja außerhalb der Linie. Au! Hey, Junge, ganz ruhig, Junge. Ganz ruhig, bleiben wir mal ganz ruhig. Bleiben wir mal ganz friedlich, Junge, ne? Du oder Meister? Boah, ey, komm, was soll denn das, Alter? Leck mich doch alle fett am Hintern. Jetzt ist ja ganz schön was los, du. Und ich hab übelst die scheiß Kameraperspektive. Das ist doch... Scheiße. Übrigens, ich werde in diesem Part kein Wort verlieren zum Eurovision Song Contest, der gestern Abend war. Ich werde nichts dazu sagen, dass der Raab diese Niederlage verdient hat. Und dass ich sie von Anfang an vorhergesagt habe. Dazu werde ich nichts sagen. Wie gesagt, dazu spare ich mir jeden Kommentar. Versteh mich nicht falsch, ich habe ja nichts gegen die Lena an sich. Ich habe nur was gegen den Raab. Was ist jetzt? Ah, okay, jetzt wurden sie angegriffen, richtig. Jetzt kommt diese Szene. Ich erinnere mich. Malik! Alter, hier oben! Unser guter Malik. Ach ja, und die Framelags. Die Framelags sind demnächst weg, Leute. Also, ab dem nächsten Let's Play sind die Framelags weg, weil ich bekomme demnächst neuen Arbeitsspeicher und dann sind die Framelags weg. Ach, das wird schön, sage ich euch. Das wird schön. Ihr habt euch eine gute Zeit ausgesucht. So scheint es. Seid auf der Hut, Freund. Al-Mualem hat uns verraten. Ja, ebenso wie er seine Templerfreunde verriet. Woher wisst ihr? Nach unserem Gespräch kehrte ich in die Ruinen unter Salomons Tempel zurück. Robert hat Tagebuch geführt. Jede Seite eine neue Enthüllung. Was ich lesen musste, brach mir das Herz. Aber es öffnete auch meine Augen. Ihr hattet recht, Altair. Der Meister hat uns nur benutzt. Wir sollten das Heilige Land nicht retten. Wir sollten es ihm ausliefern. Wir müssen ihm Einhalt gebieten. Seid vorsichtig, Malik. Was er den anderen tat, wird er auch uns tun, sobald er kann. Haltet euch fern von ihm. Was schlagt ihr vor? Mein Schwertarm ist noch stark und meine Männer immer noch die meinen. Es wäre ein Fehler, uns abzuweisen. Dann lenkt seine Lakaien ab. Greift die Festung von hinten an. Wenn ihr sie von mir ablenkt, kann ich vielleicht zu Al-Mualem durchdringen. Ich tue, was ihr verlangt. Diese Männer, sie sind nicht sie selbst. Wenn ihr es vermeiden könntet, sie zu töten. Ja. Nur weil er die Gebote der Bruderschaft verraten hat, müssen wir das nicht auch tun. Ich tue, was ich kann. Mehr verlange ich nicht. Ja? Friede sei mit euch, mein Freund. Eure Anwesenheit hier wird Frieden bringen. Hoffen wir mal. Gut, Al-Mualem muss sterben. Soweit sind wir jetzt schon, ne? Und er hat alle anderen hypnotisiert und die greifen uns jetzt alle an und so weiter. Total aggro, das Ganze, ne? Also, auf zu Al-Mualem, denn er muss weg. Er hat die Bruderschaft verraten und das können wir nicht durchgehen lassen. Er hat uns am Anfang zwar verschont, aber wir haben auch weniger Scheiße gebaut als er. Und deswegen werden wir das jetzt fixen. Was war... Achso, das Tor ist zugegangen. Ich wandert... Aua. Ey, da habe ich mich jetzt leicht erschreckt. Du, das glaubt ihr gar nicht. Es geht auf einmal hinter mir so ein Tor. So viele Unschuldige. Ich muss aufpassen, dass ich ihnen kein Leid zufüge. Wow, Menschen. Lasst mich durch, Leute. Lasst mich durch. Ich muss zum Meister. Ich hab einen Termin. Ja. Und er ist im Paradies, das ist hinten, wo die ganzen Frauen immer rumstanden und... Auf geht's zur finalen Sequenz. Hier geht auch die Tür zu, Mist. Oh, den mache ich jetzt echt zum zweiten Mal erst, diesen Kampf und... Oh, ich bin hier gespannt drauf jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, was mir erwartet. Nein! Was geht vor? Der Schüler kehrt zurück. Ich war nie fürs Davonlaufen. Und nie fürs Zuhören gleichwohl. Deshalb lebe ich noch. Was soll ich mit euch machen? Lasst mich gehen. Oh, alter ihr. Ich höre den Hass in euren Worten. Spüre seine Hitze. Euch gehen lassen? Das wäre unklug. Warum tut ihr das? Ich fand Beweise. Beweise für was? Dass nichts wahr ist und dass alles erlaubt ist. Kommt, vernichtet den Verräter, stoßt ihn aus dieser Welt. Oh, super. Was ist das denn? Alle unsere Feinde.
Alle die, die wir getötet haben. Nochmal töten. Nochmal alle wegmachen. Nur, dass diesmal nicht Feiglinge dabei sind, sondern diesmal greifen sie uns alle an. Das war gerade hier, das ist der Deutsche, den ich jetzt angreife. Oh, und der hat mich aber mächtig verteidigt, du. Ich weiß gar nicht, ob die wiedergeboren werden. Kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, nachdem wir die einmal tot haben, sind die weg. So, den Deutschen töten war klassisch. Das ist der Arzt. Der wird mit Kombo abgelöscht. Hier, das ist... Wer ist denn das? Ach, das ist dieser Irne aus Akkon, glaube ich. Das ist... Ach, das ist hier der Sklavenhändler. Das ist wieder dieser König Richard-Typ. Das ist der Typ, der alle vergiftet hat, den wir gerade getötet haben. Jetzt kommt der Soldatenführer. Der ist jetzt... Oh, das sind... die verwandeln sich am später Ende. Die verwandeln sich gerade. Sieht man ganz schön, dass sie sich zurückverwandeln in ganz normale Masyaf-Bürger. Habe ich noch nie drauf geachtet. So, was jetzt, Al-Mualim? Was sagst du dazu? Stellt euch! Oder habt ihr Angst? Ich habe vor tausenden Männern gestanden. Jeder davon euch überlegen. Und sie alle sind gestorben. Da, ja. Moment. Entschuldigung. Falsche Taste. Oh. Ich wollte es gerade ein bisschen lauter machen. Oh, hoffentlich ist die Aufnahme dadurch jetzt nicht gestört. Ey, tut mir leid, Leute. Ich hoffe, es geht weiter. Okay, weiter geht's. Ich habe keine Angst. Beweist es. Was sollte ich fürchten? Sieht nur, über welche Macht ich verfüge. Meister mal 5 oder mal 8? 8 mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 9. Und einer ist das Original. Und der hat es, glaube ich, richtig drauf, also. Der ist richtig schwer, der Meister, glaube ich. Oder auch nicht. Hallo. Ja, das meiste hier sind nämlich Illusionen und ich glaube, wir müssen wirklich alle töten, damit damit der Ware kommt und so weiter. Aber der hat's richtig drauf, das muss man dem Typen mal lassen. Nein. Och, scheiße, jetzt hat er mich gegriffen, die Sau. Hat er zugegriffen? Sind wir hier im Selbstbedienungsgeladen oder was, ey? Ah, nein, diesmal nicht, vergiss es. Au! Wie gesagt, ich glaube, an der Stelle werde ich auch ein, zwei Mal sterben, weil das ist einfach schwer. Au! Ah, okay, tot. Damit haben wir schon den ersten Tod. War jetzt aber auch eine scheiß Situation, Leute, muss ich auch mal sagen. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Wurfmesser bringen mir gerade nicht viel, liebes Radar. Die töten wir klassisch. Ah, und ich glaube, es ist wirklich besser, wenn ich hier einfach nur kontere. Es geht vielleicht effektiver. Ah, ey, die greifen auch alle zu hier. Selbstbedienungsladen, ne? Selbstbedienungsladen. Okay, Hey, nicht schon wieder zugreifen hier. Sind wir hier im Griffladen? Ach, was mir gefällt irgendwie gerade diese Greifer hier, das sind alles Greifer. Oh, die greifen echt alle zu, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube in Assassin's Creed 2 oder 3 oder Brotherhood oder irgendwo kann man hier auch, wenn ein Gegner dich greift, kann man ihn auch, glaube ich, irgendwie effektiv töten. Und diese Fähigkeit vermisse ich immer so ein bisschen. Ja, tot. Ey, das ist echt super Strategie, der alte Mann hier hat. Immer nur zugreifen. Ist okay. Kann ich auch. Au. Jetzt hörst du aber mal auf hier, du Arschgesicht. Du bist doch ein... Ah, zwei auf einmal. Uncool. Sehr uncool. Ah, ich glaube, das wird ein bisschen schwieriger. Und tot. Na gut, das ist dann auch wieder ein guter Zeitpunkt, diesen Part hier an der Stelle zu enden. Und was macht denn der dafür? Moves? Ist ja geil. Wenn Sie einen starken Angriff nee, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann sehen wir uns weiter. Und bitte essen Sie doch ein Stück Kot. Mehr sage ich jetzt nicht zu Austin Powers. Okay, bis gleich und tschüss.